So, da bin ich auch schon wieder. Und wir playen weiter Minecraft. Und ich habe jetzt vor, die Kirche weiterzubauen. Jo. So sieht's aus. Und für das brauchen wir Kobbel, 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 Kobbel. So. Fürs Erste noch. Deswegen gucke ich jetzt erstmal in die Kobbelkiste. Wie viel haben wir denn überhaupt? Dürfte, könnte reichen, tut es aber sicherlich nicht. Deswegen lege ich hier jetzt mal. Gut, die Schaufel könnte ich mitnehmen, die Axt auch. Die Angel lege ich weg. Dann die Eisenspitzhacken noch zwei mit. Ach ja, das Bett könnte ich hier reinpacken. Es hier. In die Essenskiste natürlich. Das hier, den Fisch natürlich. Das Ei. Hier die Federn natürlich, oder? Ich habe hier eigentlich noch ziemlich wenig Federn, deswegen packe ich die hier rein. Hier stapel ich mal das Holz. So. Dann gehen wir in den Stollen. Es wird jetzt unser Cobblestone, ja, Ernteplatz. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dann holen wir uns jede Menge Kobbel, Kobbel, Kobbel. Und nochmal Kobbel. Kobbel, 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 Kobbel. So. Und ab in die Untiefen. In die Ununtiefen. So. Da sind wir auch schon wieder unten. Dann baue ich hier mal die Treppe kurz aus. Nicht, dass ich hier schon wieder Quark baue. Wäre unvorteilhaft. Und so kommen wir halt relativ schnell an Cobblestone. Und jedes Mal, wenn wir Kobbel brauchen, dann gehen wir hier runter, weil es ein schöner Abstieg ist. Und dann buddeln wir uns in die Tiefe. Tief, tiefer Minecraft. So. Dann nehmen wir hier den ganzen Kobbel mit. Ich habe jetzt ein paar Ideen gerade in der kurzen Pause gekriegt, wie ich jetzt die Dingse, Bette weitermache. Weil der Radius doch ein bisschen groß geworden ist und jetzt nicht alles abreißen will, ist ja klar. Muss ich jetzt versuchen, es zu kaschieren, dass ich einen kleineren Turm oben drauf bauen kann, so einen Glockenturm. Weil, was ist eine Kirche ohne Glockenturm? Also, sieht sonst nur aus wie jedes andere Gebäude. Und da muss dann sowas her. Und natürlich müssen wir uns bald irgendwann mal ein Tor basteln. Und natürlich unter der Kirche unten drunter aushöhlen. Dass das irgendwann richtig, richtig, richtig geil wird da unten. Da habe ich so einiges an Ideen. Und das gefällt mir jetzt schon, was ich da an Ideen habe für unter der Kirche und so. Habe ich ja, glaube ich, eh schon erzählt, was ich so vorhab. Was ich da drunter so basteln will. Aber das dann nach und nach natürlich. Jetzt nicht in einem Hauruck-Kommando, so dass es jetzt sein müsste. So, die Fackel lassen wir stehen. Nicht, dass ich die jetzt gleich wieder wegmetzel. Sonst stehen wir hier bald sehr ziemlich im Dunkeln. Und ja, ich muss echt mal versuchen, hier die Lieder einzupegeln. Dass hier mir nicht die Hälfte so total ins Ohr blökt und der andere Rest relativ leise ist. Das ist ja doch ein bisschen doof sonst. So, haben wir ja eh schon wieder einiges an Kobbel zerlegt. Aber bevor, dass ich mir jetzt die Hand zerlege, nehme ich die nächste Spitzhacke. Ich muss jetzt, ich hätte eigentlich jetzt in der Pause nachgucken können, was jetzt so Sache ist in dem neuen Update.
Aber wollte ich jetzt auch nicht unbedingt gucken. Weil ich heute einfach den Drang habe zu spielen, zu spielen, zu spielen. Und das sollte ich natürlich nutzen. Momentan bin ich ja auch wieder am Final Fantasy 13 durchspielen. Mit meiner Freundin zusammen. Ist halt einfach der Hammer Story. Gestern auch das 13.2 gekauft. Und solange ich es nicht zum nächsten Mal durch habe, das 13er spiele ich auch noch nicht das 13.2. Ich hoffe, das ist genauso Hammer. Die Story hat mir einfach so dermaßen gefesselt. Vom 13er. Sag mal so, effektiv, du spielst nicht viel. Allein, du spielst das Spiel durch wegen den Videos. Oh, das ist eine Faszination. Das ist der Wahnsinn. Das gefällt mir jedes Mal, wenn ich spiele, was das für eine Faszination auf einen machen kann, dass man im Prinzip einen Film spielt. Vor allem die Grafik ist einfach Hammer. Kann man nichts sagen gegen. Also die machen schon gute Arbeit. Und deswegen freue ich mich so unbändig aufs 13.2. Höchstwahrscheinlich würde auch noch ein 13.3 rauskommen, würde ich jetzt mal sagen. Es war ja bei Final Fantasy bis jetzt immer so, dass immer noch das 3 in demselben Szenario angehaucht gespielt wurde, also mit denselben Charakteren und so. Da wo die Story dann einfach so weitergeht. Und ja, da muss dann natürlich noch der dritte Teil her, sonst würde sich ja Square Enix nicht selber treu bleiben. Und da bin ich schon der Meinung, dass das tun. Dass sie sich da selber treu bleiben und das weiter so durchziehen wie bisher. Und dann 13.3 noch machen. Und da freue ich mich genauso drauf. Also 13er durchzocken, 13.2 und dann schon freuen auf 13.3. Wird zwar wohl dann sicherlich noch ungefähr ein Jahr, eineinhalb dauern, bis es kommt. Wenn ich... Oh, Eisen. Wenn ich länger vielleicht. Aber ich warte gerne auf gute Spiele. Bevor das irgendwie Bockmist gebaut wird. Warte ich lieber und quengel nicht rum. Wann kommt's denn endlich? Nee, gut. Da passt der Spruch. Gut Ding will Weile haben. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn sie warten und ein Spiel gemächlich rausbringen. Als wenn sie Schund abliefern, weil sie jetzt unbedingt das Spiel raushauen wollen. Weil sie Kohle brauchen oder so. Das nutzt keinem was. Dem Spieler nicht und natürlich dem Publisher nicht. Weil wer kauft schon Mistspiele? Da rettet halt auch nicht jedes Mal der Name. Um ehrlich zu sein, mittlerweile Call of Duty sehr wenig Neuerungen. Deswegen reißt es mittlerweile einfach nicht mehr, dass ich kaufen würde. Also, da müssen sie sich bald mal neue Sachen überlegen, weil sonst fallen ihnen sukzessive die Leute weg, die das Zeug kaufen. Und naja, das nennt man halt dann mal eine gute Serie in den Tod geritten, also wirklich zu viele Ableger. Wenn man sagt, Call of Duty kommt da jetzt schon fast jährlich raus. Das ist einfach dann mal too much. Da haben die Leute natürlich, die wir das programmieren, nicht unbedingt die neuesten Ideen. Und ja, bis halt mal wieder so ein Meilenstein kommt, dass sie alles revolutionieren. Gut, es gibt eigentlich momentan eigentlich keinen Shooter, wo ich sagen würde, ja, der ist ungefähr annähernd so gut, aber weil man es halt schon vom Vierer weg fast genauso kennt, zocke ich es jetzt eigentlich auch mehr oder weniger als Modern Warfare 3 kaum noch. Eher gesagt, gar nicht mehr. Ich habe schon viel gespielt, das Dreier dann, aber um ehrlich zu sein, irgendwann ödet es doch an.
Weil ist ja doch einfach nur dasselbe. Einfach nur neue Maps, und für neue Maps zahle ich nicht, keine Ahnung, 45 Euro oder 50 Euro fürs Spiel. Nur dass ich neue Maps habe, das ist jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. Also da dürfen sie sich was überlegen. Und da bin ich gespannt drauf, ob sie das jetzt demnächst mal hinbekommen, dass sie noch was Neues rausklabustern. Dass da was Neues kommt, was Neues wird. Und ja, dann wird es natürlich auch wieder gekauft. Sag mal so, vom Modern Warfare 1 aufs 2er war schon noch ein gutes Stück unterschiedlich, aber mittlerweile nicht mehr unbedingt viel. Und das rentiert sich dann nicht mehr. Da sagen sich viele Spieler, nee, hab keine Lust. Kaufe ich nicht mehr, ist ja eh dasselbe. Und ja, das wäre schade, wenn die Serie jetzt in den Tod geritten wird, weil sie jetzt meinen, ja, wir müssen jetzt damit Gewalt wieder was rausbringen. Jo, und ich mache mir da hier mal so eine Plattform auf und stelle mir hier einen Crafting Table her, dass ich hier dann weiter buddeln kann. Wäre nicht unbedingt verkehrt. Scheiße, nur noch Eisen für eine Spitzhacke. Ja gut, ist ja Wurst. Reicht ja auch fürs Erste. Kann man hier ja trotzdem weiter ausheben. Ein bisschen Kobbel kriegen wir noch zusammen damit. Sieht's denn eigentlich im Inventar aus? Ja, relativ voll. Da können wir ja gut arbeiten damit. Muss ich da noch Cleanstones produzieren? Und ein paar Stone Slabs. Keine Cobblestone Slabs, sondern nur Stone Slabs. Also, das Mut. Und das kriegen wir auch. Dann wird die Kirche auch schön. Dann kriege ich die heute vielleicht doch fertig. Zumindest die Kirche oben. Unten muss ja nicht. So. Was soll ich Ihnen jetzt noch erzählen? Sag mal was. Immer hier diese Monologe. Immer rede ich hier alleine rum. Gebt mal auch ein bisschen Kommentare ab und so. Labert mir einfach mal ruhig rein. Nee, wäre auch lustig, dass ihr mir so Tonspuren schickt. Mit Fragen, die könnte ich dann so kurz reinblenden. So per Knopfdruck oder so. Keine Ahnung, wie ich das mache. Und dann beantworte ich die Fragen. Das wäre lustig. Wenn ihr Bock habt, macht es ruhig. Wenn nicht, dann nicht. Mei. Ich beantworte gern Fragen. Dann hätte ich auch mehr Themen zum Labern. Aber heute habe ich eh so ein Laberflash. Also ein paar Mal habe ich noch nie auf eine Viertelstunde zusammengebracht wie heute. Das war jetzt schon brutal. Habe ich mir erstmal die Fusseln aus dem Gesicht, aus dem Bart wischen müssen. Dass ich hier nicht einstaub. Es war schon Hammer. So. Metzelt mal hier weiter. So, dann mache ich hier mal den Abstieg noch. Model ich um. So wird der Abstieg zum Aufstieg. So, und die Spitzhacke wird auch bald den Geist aufgeben. Gut, die Erde könnte ich dann noch wegbuddeln. Dann haben wir da auch wieder was am Start von der Erde. Oh, ich höre einen Zombie. Wo wird denn dieser muntere Geselle rumlungern? Ein munterer Geselle. Oh, Kohle. Da muss ich doch direkt mal hin. Da muss ich doch eine Kohle
Wenn ich schon mal wieder Kohle entdecke, muss die raus hier, raus hier, raus hier. Eigentlich könnte ich mir jetzt noch ein paar Steinspitzhacken machen, dass ich ja trotzdem weitermachen kann. Ich will jetzt da nicht schon wieder gleich nochmal hier reinlaufen. Ach, das ist recht praktisch mit den Schnelltasten auf dem Headset. So. So, da ist vorbei mit der Übeltäterei. Da muss ich mal kurz gucken, wie es da oben aussieht, ob es heller wird, ob es dunkler wird, ob es gleich bleibt, ob es immer noch dunkel ist, verflucht. So. Ach, mache ich mir halt zwei Steinspitzhacken. Machen wir uns drei Steinspitzhacken. Machen wir uns hier drei Slots frei. Zack. Dann haben wir die ja auch gleich wieder unten im Schnellinventar. Wo war ich denn gerade? So, da unten. Da wollte ich eigentlich weiter buddeln. Ach so. Nee, da kommt auch nichts. Aber den Koppel hole ich mir trotzdem. Und am Ende des Gangs natürlich ein Fackelchen, dass mir nichts überfallen kann und so. So. Alles schön ausgeleuchtet. Dann metzle ich mich hier mal durch die Wand. Nee, kommt auch nichts. Ist Wurst. Scheiß mal drauf. Auch wenn hier ein Zombie...